Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.3. Wir sind dabei, auf Feld 12 Stroh noch einzufahren und zum Hühnerhof zu bringen. Und wenn wir das fertig haben, dann werden wir auf Feld 12 die Aussaat beginnen. Weiß noch nicht, was wir aussehen. Mal gucken. Irgendwie was einfaches Weizen oder sowas. Irgendwas, was wir eben auch beim Hühnerhof gebrauchen können und wo wir auch Stroh kriegen. Oh. Ich stelle mich mal hier vorne irgendwo an die Seite, wo ich nicht im Weg stehe. Aus. So. Ja. Der Strohsammler fährt da gerade weg. Und wir haben Feld 9 gekauft, welches jetzt auch unseres ist. Und auf Feld 9, da fahren wir gerade. Da dreschen wir gerade. Und ja, hier ist auch Roggen, genau wie es auf Feld 12 war. Wir dreschen, wir holen dann nachher das Stroh hier weg. Alles wird gut. Denke ich. So, vielleicht hat eh mein End wieder nasse Füße. Kann sagen. Das ist ja mein Big App. Aber den habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gebraucht. Schauen wir mal. Oh. Moment mal, erstmal nicht, so viel Zeit muss sein. Ah, schöne Flotte hier, muss ich sagen, ne? Ja, wirklich. Erstmal Ordnung machen. So, und jetzt holen wir uns die Ultima. Das finde ich nämlich total geil. Auch wenn man sieht, dass das unterschiedliche Modder sind, weil es auch unterschiedliche Farben hier sind, unterschiedliche Kronefarben. Wir machen jetzt erstmal Silageballen. Die brauchen wir nämlich überall und ständig und irgendwie. Ja. Kann man die doch immer gut gebrauchen. So. Nebenhändler Main. Ist das hier? Ja, ist das. Feldarbeit. So. Ballenpresse anschalten. Schalten. Ballen wickeln. An. Ablagemodus automatisch. Wollen wir mal schauen. Machen wir hier erstmal ein paar Silageballen. Vollautomatisch. Müssen uns da nicht drum kümmern. Das dauert zwar, wir. Er fährt nicht besonders schnell.
aber... Ja, jetzt fährt er erst alles wieder hoch, bla bla bla, fährt da hin. Dann startet er, aber er startet. Das interessiert mich auch nicht, wenn er nachher nur 4 km/h fährt. Ich lasse ihn einfach laufen und irgendwann ist er fertig. Und dann fahre ich hier rüber und sammle die Ballen alle ein und gut ist. Also alles ganz entspannt. Ja, da ist noch ein normaler Grasballen umgewickelt. Und da hinten liegt sogar noch ein Silageballen. Na gut, fährt jetzt nur 2 km/h. Aber ist dann eben so, ne? Kamera ist natürlich echt wenig. Aber naja. Soll mich nicht weiter stören. Ich habe ja nachher meine ganzen Ballen. Und das ist echt cool. Was ist er hier? Das läuft auch alles schön. Okay, er wendet gerade. Na, das Feld war ja auch bald dann. Das ist doch gut. Bei der Brücke wollte ich gucken, oder? Das wollte ich jetzt nicht schaffen. Habe ich nicht. Stahl habe ich nicht mehr. Moment habe ich auch nicht. Naja, immerhin. So, was sagt denn mein Baumarkt? Ja, das kriegen wir wohl hin. Mit dem Stahl.
Na bitte. Auch voll. Nein, der ist noch nicht voll, oder? Deswegen 1% da nochmal hin. Ist klar. Naja, gründlich. Auf jeden Fall. Ja, super. Hat sich ja voll gelohnt. Na egal. Lieber so als anders, ne? Lieber so als anders. Super. Wo haben wir denn jetzt mal? So. Ach so. Steht da. Das ist bestimmt auch voll. Ja, das können wir doch mal. Mal wegbringen zur Obstfabrik. Zur Obstfarm. Kann man da immer gebrauchen. Denke ich. Denn. Wenn wir damit wohl auch glücklich werden. Dann fahre ich damit gleich mal, auch wenn ich jetzt natürlich schon da ganz in der Nähe war. Aber wir haben ja zwei, ne? Hetzt uns auch keiner, oder? Hetzt uns jemand? Hetzt uns keiner. Warum? Schön an meinem Feld 12 vorbei. Moin, moin. Was ist denn jetzt eigentlich mein Ding ins Kirchen? Er lädt gerade ab. Was ist hier denn alles so produziert worden? War nicht so viel. Oh. Weil. Verletten. Oh, das mal hier voll klappen, ne? Jawohl! Ah, ich habe die großen hier. Geil. Das ist natürlich dann auch richtig fett was rein, ne? Ach,
schaffe ich das? Also rum? Ah, schaffe ich. Schaffe ich. Wasserversorgung. Hier nicht immer so auf alles so genau achten. Nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich fahre jetzt erstmal zurück zum Hof. Und von da gucke ich dann mal, was ich genau mache. Weide, wieso ist sie nur zu 98% sauber? Was soll das? Ein Ein 900er Vario. Muss ich gleich erstmal gucken. Läuft hier eigentlich schon eine Produktion? Hier noch was drin? Hier schon was produzieren? Nö. Okay, da muss ich also auch noch mal ran. Überhaupt meine ganzen Dollys. Also einer steht beim Dingenscreen. Steht. Ah ja, das war. Alle wollte ich gerade. Okay, einer steht da. Drei. Nutzt nix. Ich muss mir noch einkaufen. So. Rechnen. Jo, da ist er. So.
müsste jetzt sein. Den hole ich mir jetzt. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar oder hinterlasst mir ein Like. Oder abonniert mich sogar. Und ja, es würde mich echt tierisch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich mal, ciao!